Dieses Video wird so out of my comfort zone. Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt oder merken werdet, wird dieses Video ein bisschen anders werden als sonst, weil das das erste Video wird, in dem ich meine Ticks nicht rausschneiden werde, denn heute erzähle ich euch ein bisschen was über meine ganz frische Diagnose, und zwar das Tourette-Syndrom. Genau. Ihr habt mir auf Instagram ein paar Fragen gestellt und ich werde mich jetzt für die Arbeit fertig machen und werde die versuchen, nebenbei so ein bisschen zu beantworten. Es wird mega unangenehm für mich werden, weil ich meine Ticks eigentlich immer rausschneide. Ja, es ist schon öfter mal jemandem aufgefallen, aber stand dann so in den Kommentaren, warum blinzelst du so häufig oder warum zuckst du mit deinen Augen so? Das habe ich dann immer gelöscht, weil es mir unangenehm war. Aber ja, jetzt erfahrt ihr quasi die ganze Wahrheit. Dann starte ich mal. So, die erste Frage ist, wann hat es bei dir angefangen? Angefangen hat es bei mir eigentlich schon im Grundschulalter. Da fängt es bei den meisten an, die sowas entwickeln. Und zwar waren da bei mir eigentlich nur motorische Ticks, also hauptsächlich in den Augen. Da habe ich halt immer so meine Augen also nach oben verdreht, Erzieher und alles. Und meine Eltern haben das ja auch dann schon bemerkt. Und ich habe dann halt immer gesagt, an meine Augäpfel kommt zu wenig Sauerstoff. Weil anders konnte ich mir das auch nicht erklären, warum ich das die ganze Zeit machen muss. Über die Pubertät, so Mittelschule, da war es dann wirklich nur noch sehr, sehr wenig an Ticks. Da hat sich das dann eher so auf die Beine bezogen. Da habe ich dann zum Beispiel immer spontan so mein Knie sehr angewinkelt, also so anfersen quasi beim Laufen. Oder halt so Ausfallschritte gemacht. Ja, so richtig losgegangen ist es mit 16. In der 12. Klasse war ich da. Also zweites Halbjahr, 12. Klasse. Ja, also da war halt so dieser Abi-Stress. Und auf jeden Fall halt so ein kleines Trauma, sag ich mal. Eine Situation, die mich psychisch sehr, sehr schlimm belastet hat. Und ja, seitdem ist es eigentlich durchgängig und dann hat sich auch noch viel, viel mehr Ticks entwickelt. Ich hatte... Ja. Seitdem ist es durchgängig und da haben sich auch viel, viel mehr Ticks dann noch entwickelt. Und seitdem ist es über die Jahre eigentlich viel, viel schlimmer geworden. Also wirklich jedes Jahr wurde es dann schlimmer. Und jetzt gerade in den letzten Monaten wurde es wirklich auch immer schlimmer und da war dann keine Verbesserung mehr in Sicht. Wann ist dir das erste Mal aufgefallen, dass etwas anders ist? Tatsächlich war das fast genau vor einem Jahr, im September 2019. da dachte ich mir dann irgendwann so, also meine Eltern haben immer gesagt, oh, lass das... Elfriede? Komm mal runter hier, ey. Ja, meine Eltern haben halt immer gesagt, lass das doch mal, das nervt. Hängst du zu viel am Handy oder was? Und ich dachte mir so, naja, wenn ich es unterdrücken könnte, dann würde ich es ja wirklich gerne lassen, weil es mir ja selber unangenehm und peinlich war. Aber ich konnte halt nicht. Und deswegen dachte ich mir dann irgendwann, das kann ja nicht sein, dass ich hier einfach nur zu viel Stress habe oder ich einfach bekloppt bin, da muss ja irgendwas sein. Und dann hatte ich tatsächlich ein Video gesehen. Das war ein Interview, glaube ich, oder so ein Faktenvideo über Billie Eilish. Und sie, also da habe ich dann erfahren, dass sie auch das Tourette-Syndrom hat, aber halt eine vereinfachte Form, weil ich dachte halt vorher, okay,
das ist ja nur, also Tourette ist ja nur so bei den Leuten, die so Schimpfwörter sagen und alles drum und dran und das nicht kontrollieren können. Aber da wurde mir dann auch erstmal klar, dass es halt wirklich nur bei 2% der Erkrankten ist und bei den meisten das halt so abläuft wie bei mir. Und dann habe ich mir das Video angeschaut und ja, habe dann halt gesehen, okay, das ist genau, also das sieht genauso aus wie bei mir. Und dann dachte ich, könnte das vielleicht das Tourette-Syndrom sein. Und dann habe ich mich bei Dr. Google sehr, sehr viel belesen und dachte mir dann so, okay, das kann nur das Tourette-Syndrom sein, weil das passt wie Arsch auf einmal alles. Das, auch die Entstehungsgeschichte, das Krankheitsbild, die verschiedenen Ticks, wie sie da beschrieben wurden, das muss es sein. Also ja, dann war ich eigentlich auch ziemlich überzeugt davon und habe mir dann quasi einen Termin beim Neurologen geholt. Nächste Frage, wie geht es dir mit der Diagnose? Ja, meine Diagnose ist ja quasi ganz, ganz frisch, also dass ich es quasi schwarz auf weiß habe. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich am 19.08. In Berlin war und mir da quasi die Diagnose dann endlich gestellt wurde und ich dann mit Sicherheit auch wusste, dass es das ist. Also meine Kollegen dachten, uff, jetzt bin ich bestimmt voll traurig darüber, aber tatsächlich ging es mir mit der Diagnose so gut, weil ich mir dachte, endlich habe ich was schwarz auf weiß und endlich muss ich mich nicht immer erklären, ja, ich habe es mit dem Hals, ich habe schlecht geschlafen, bla bla. Ich konnte dann einfach sagen, Bitch, ich habe das Tourette-Syndrom. Und dann konnte ich das auch mit Sicherheit sagen und es ging mir wirklich damit richtig gut, weil es jetzt auch endlich weitergehen kann und ich nicht mehr in so einer Unsicherheit hänge und einfach weiß, was Sache ist. Und damit geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Wie sehr schränkt dich das in deinem Leben ein? In Klammern, du bist so toll, wie du bist, Herz. Dankeschön, das ist niedlich. Ja, also es schränkt mich jetzt nicht so schlimm ein. Es ist natürlich schon schwierig in einigen Situationen, zum Beispiel mit diesen, genau, mit diesen Tick, den ich gerade hatte, fällt es mir manchmal schwer zu essen, weil, oder mir fällt halt auch manchmal so das Essen wieder aus dem Mund, weil ich halt dann diesen Tick beim Essen habe. ja, reden wird schwierig, weil das halt dann immer durchkommt. Und mittlerweile ist halt so, dass mich dass es wirklich jeder bemerkt, dass da irgendwas falsch ist. Und ich mich quasi dann immer erklären muss, aber das ist ja nicht schlimm, weil ich jetzt ja endlich diese Diagnose habe. So kann man Leute halt auch ein bisschen aufklären. Also wenn ich jetzt so Handarbeit machen muss, dann habe ich halt auch diese Fingerticks, wo es dann meine Hand total abspastet. Das schränkt halt dann schon ein bisschen ein. Oder zum Beispiel bei Kleidung oder so, wenn da irgendwie, nicht wenn es zu eng ist oder so, sondern einfach nur, wenn ich Kleidung auf der Haut habe. Deswegen mag ich auch eher luftige, freie Sachen. Dann triggert mich das halt und dann muss ich ja die ganze Zeit irgendwie mich winden und ich weiß nicht, also ja, es schränkt nicht so krass ein, es stört schon, aber es ist ertragbar. Achso, und es schränkt mich in der Hinsicht ein, es kostet halt wirklich sehr viel Energie. Ich bin wirklich am Abend extremst erschöpft und ausgelaugt wegen diesen Ticks. Ja, das ist halt auch noch echt nervig. Hast du auch sprachliche Ticks? Damit ist dann bestimmt so Wörter und Sätze gemeint. Tatsächlich ja. Also ich habe jetzt zum Glück keine Koprolalie. da bin ich sehr dankbar für, dass ich das nicht habe. Beziehungsweise noch nicht habe, weil es kann sich ja immer noch entwickeln. Was ich jetzt nicht hoffe, weil ich will jetzt nicht unbedingt meine Kunden die ganze Zeit beleidigen. aber tatsächlich habe ich Palilali und teilweise auch Echolali. Palilali ist, das lässt sich total schwer erklären. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe bestimmte Gedankengänge oder wenn ich halt zum Beispiel so Selbstgespräche führe. Dann muss ich Wörter und Sätze oft ganz, ganz, ganz oft wiederholen und dann quasi so betonen und die Wörter so verdrehen, dass es mir irgendwie so eine innere Befriedigung gibt. Also man, wenn man mir zuhören würde, dann würde man sagen, okay, also ich verstehe jetzt gar kein Wort mehr, weil ich die Wörter halt so verdrehe und so viele Laute einbaue.
und die wirklich 10 bis 20 Mal wiederhole, bis es halt mir irgendwie so ein innerliches Befriedigungsgefühl gibt, dass ich jetzt damit aufhören kann. Aber das mache ich tatsächlich nur, wenn ich alleine bin. Hey Frieda, was ist los? Ja, das mache ich nur, wenn ich... Hey Frieda, kannst du mir jetzt mal aufhören, mich zu unterbrechen? Ja, das mache ich nur, wenn ich alleine bin, weil ich das tatsächlich automatisch unterdrücken kann, wenn ich in Gesellschaft bin, ob jetzt auf Arbeit oder mit Freunden. Ja, genau, das habe ich mir schon selber angeeignet, dass ich das wirklich automatisch unterdrücke. Ja, weil es mir einfach wirklich extrem unangenehm ist, wenn es doch mal durchkommt, gerade auf Arbeit, weil da ja so viele Einflüsse sind und ich auch die ganze Zeit irgendwelche Gedanken habe, dann... dann kommt das schon mal durch, aber dann wirklich so leise, dass es nur so ein Nuscheln ist. Und dann, ich wurde auch schon ab und zu mal gefragt, was hast du gesagt? Und ich so, nichts, nichts. Wollen nur noch räuspern. Elfriede. Aber das zum Beispiel und Echolalie ist halt, wenn man andere Leute nachspricht, andere, also was andere gesagt haben, dass man das halt dann wiederholt, aber das mache ich nicht, wenn ich jetzt mit jemandem im Gespräch bin und der sagt einen Satz, dann wiederhole ich den, also das mache ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel, wenn andere Leute Sätze gesagt haben und die mir dann wieder in den Sinn kommen, muss ich die manchmal laut aussprechen. Oder von irgendwelchen Videos, wenn da jemand was gesagt hat und das ist so ein Satz, der bleibt im Kopf hängen, dass ich das dann wieder laut aussprechen muss, aber das ist dann, glaube ich, auch schon wieder eher Palilali, weil das ja dann in meinem Kopf stattfindet und mir nicht direkt gesagt wird. Ich weiß nicht genau, wie man das da unterscheidet. Wie gehst du auf Arbeit mit dem Tourette-Syndrom um? Genau, da waren dann, glaube ich, auch noch ein paar andere. Dazu passt dann noch, kannst du deinen Beruf weiterhin ganz normal ausüben? Ja, kann ich. Wie gesagt, auf Arbeit ist es eigentlich so, dass mich jeder zweite Kunde mindestens fragt, ob ich Schluck auf habe oder ob ich dann nicht mal was trinken möchte, damit ich nicht mehr so husten muss. Und dann erkläre ich da ganz einfach, ich habe weder Schluck auf noch... Hey Frieda, ich schmeiß dich gleich raus. Ja, dass ich weder Schluck auf habe, noch dass ich husten muss, sondern dass ich einfach das Tourette-Syndrom habe. Und dass es einfach Ticks sind, die sich bei mir so äußern. Und ja, dann erkläre ich denen das einfach und dann fragen die auch meistens, dann erzähle ich alles, was ich hier gerade erzählt habe, einfach um die Leute ein bisschen aufzuklären. Meine Kollegen wissen ja auch Bescheid. Und ja, also was schwierig halt ist, das mit den Fingern, gerade wenn ich so Handarbeit mache, beim Schneiden, habe ich dann die Schere in der Hand und dann schneide ich so quasi und habe dann die ganze Zeit die Finger da so. Ja, es ist okay, ich kann die Schere dadurch trotzdem noch halten und ich schneide auch gut. Das beeinträchtigt mich jetzt nicht beim Arbeiten. Ja, ich lasse die Schere jetzt auch nicht fallen oder so. Also es ändert wirklich nichts an meinem Ergebnis an der Frisur. Es ist halt einfach nur eine Hürde, aber ja, ich kann damit umgehen. Genau, und ansonsten halt die ganzen... Ich zuck dann halt hinter dem Kunden und werfe meine Gliedmaße im Kopf hin und her. Und ja, ziehe Grimassen, aber das interessiert die meisten nicht, wenn ich denen dann auch gesagt habe, woran es liegt. Von daher habe ich eigentlich im Beruf keine Beeinträchtigung. So, was kommt denn jetzt hier? Meine Augenbrauen, ne? Genau. Wie wäre es, wenn ich dir sage, dass deine Ticks scheißegal sind und du ein toller Mensch bist? Danke, Janet. Das ist sehr, sehr süß von dir. Wie läuft eine Diagnose ab? Aber natürlich nur, wenn dir die Frage nicht unangenehm ist. Das ist mir überhaupt nicht unangenehm. Ich bin ja hier dafür da, um euch die Fragen zu beantworten. Die Diagnose läuft folgendermaßen ab. Ich bin halt als allererstes zum Hausarzt gegangen und habe ihm das geschildert, dass ich Verdacht auf Tourette-Syndrom habe und Tickstörungen und so weiter. Dann hat er mich natürlich gefragt, woran ich das gemerkt habe, hat mir alles erzählt. Und er hat mich dann zum Neurologen überwiesen und dann habe ich quasi einen Termin beim Neurologen gemacht und ja, habe ihr alles erzählt. Und sie hat dann mit mir ein MRT gemacht, ein Kopf-MRT, um zu gucken, dass
diese Ticks jetzt nicht irgendwie eine andere Ursache im Gehirn haben, wie zum Beispiel ein Tumor oder so, dass das halt ausgeschlossen werden kann. Und ein EEG, also so Hirnströme messen, haben die mit mir auch gemacht. Und dann hat sie quasi einen Befund geschrieben und die haben mir auch Blut abgenommen, aber das war, glaube ich, um zu gucken, dass ich Kontrastmittel vertragen würde, falls ich das beim MRT brauche. Brauchte ich jetzt nicht. Und da ich quasi ihre erste Patientin mit Verdacht auf Tourette-Syndrom war und sie sich damit überhaupt nicht auskannte, brauchte sie eine Expertenmeinung quasi, damit man auch eine fundierte Diagnose stellen kann. Und deswegen hat sie mich zur Charité nach Berlin überwiesen, weil es da in der psychologischen Nervenklinik eine Tourette-Sprechstunde gibt. Und die halt wirklich die Spezialisten dafür sind, beziehungsweise die Ärztin, bei der ich da war. War ein bisschen schwierig wegen Corona und so. Ach ja, ihr wisst ja, ich wohne näher Leipzig. Und hier gibt es aber nur Spezialisten für Tourette bei Kindern und Jugendlichen. Und aber nicht für Erwachsene. Und deswegen, das nächste war dann halt in Berlin. Den Termin hatte ich eigentlich auch schon im März gehabt. So Mitte, Ende März. Bin dann auch mit meiner Mama mit dem ICE nach Berlin gefahren. Mir wurde dann aber abgesagt, als ich schon eine Stunde im ICE saß. Dann habe ich mir da halt im leeren Berlin mit geschlossenen Läden mit meiner Mama 6 Stunden in Berlin die Zeit vertrieben. Aber naja, alle Sehenswürdigkeiten, war nichts los, kein Mensch war da, von daher hatten wir trotzdem einen schönen Tag. Genau, dann wurde der verschoben auf Mai. Und da wurde ich dann, obwohl ich vorher angerufen habe, ob der Termin wirklich stattfindet, an dem Morgen, bevor ich losmachen wollte, noch von der Ärztin angerufen, dass die Schwester mir eigentlich hätten absagen müssen, weil Ersttermine erst wieder ab Juli gehen. Und dann habe ich quasi einen Termin jetzt am 19. August bekommen und der konnte dann auch stattfinden. Ja, dann war ich da quasi, habe mich zu ihr reingesetzt und habe quasi ihr alles nochmal erzählt, was ich auch meiner Neurologin erzählt habe. Sie hat mir dazu noch ein paar Fragen gestellt. Dann hat sie mir quasi Überweisungen geschrieben. Einmal für den Psychologen, dass ich eine Verhaltenstherapie mache. Da müsste ich mich eigentlich auch langsam mal drum kümmern, dass ich da jemanden anrufe. Und Zwangsstörungen hat sie bei mir auch diagnostiziert, weil das geht bei mir mit dem Tourette einher. Tourette hat meistens Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel Zwangsstörungen oder Epilepsie. Ich bin froh, dass es Zwangsstörung und nicht Epilepsie ist. Und dann hat sie mir quasi noch ein Medikament verordnet. Das ist ein Neuroleptikum. Nicht so geil. Ich habe eigentlich gedacht, okay, kein Mensch bringt mich dazu, das zu nehmen. Weil das echt der größte Scheiß ist. Absolutes Gift für den Körper. Zum Glück ist es bei mir nur sehr, sehr, sehr gering dosiert. Ich habe es heute früh zum zweiten Mal jetzt genommen. Ich fange mit 1 Milligramm an. Also es ist ein Antipsychotikum bzw. Neuroleptikum. Und da geht es bei Tourette. Also es wird eigentlich für Schizophrenie oder gegen Schizophrenie genommen und Depression und sowas. Aber wird halt auch bei Tourette verschrieben, aber halt in geringer Dosierung bis maximal 5 Milligramm. Deswegen ist es auch eine Lösung. Und ja, also ich werde das aber auf keinen Fall lange nehmen. Ich werde die Krankenkasse wechseln. Ich bin gerade bei der AOK. Und ich würde eigentlich lieber so medizinisches Cannabis nehmen, weil das halt wirklich auch hilft, was auch schon oft in Studien bewiesen wurde. Aber naja, Deutschland, ne, da wird es halt nicht so gern verschrieben, da muss man erstmal das gefährliche Zeug nehmen. Und die AOK, bei der ich jetzt bin, bewilligt das auf keinen Fall, das hat mir die Ärztin schon gesagt. Deswegen werde ich zu einer anderen Krankenkasse wechseln, die das bewilligt. Die auch schon bei vielen ihrer Patienten das bewilligt hat. Und genau, und dann werde ich so oder so sagen, dass ich das Neuroleptikum nicht vertrage, dass ich so krasse Nebenwirkungen davon habe. Und werde dann das medizinische Cannabis beantragen. Nach ein paar Wochen, Monaten, je nachdem, wie lange das dauert. Weil also wenn dann bei häufigen Nebenwirkungen so 1 von 10 als allererstes Diabetes dasteht. Nee. Und vor allem in der Packungsbeilage steht auch ganz, ganz oben, bei der Einnahme von dem Medikament wurden Suizidgedanken sowie entsprechendes Verhalten beobachtet. Wenn Sie sich etwas antun wollen, kontaktieren Sie Ihren Arzt. Okay. Dann noch so bei, wurde auch beobachtet, steht dann plötzlicher unerklärlicher Tod, Leberversagen, Herzrhythmusstörungen,
Ja, Unfruchtbarkeit, Schlaganfall. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Und wenn ich mich dafür entscheide, müsste ich das halt ein Leben lang nehmen. Und also ganz ehrlich, ich nehme nicht freiwillig ein Medikament ein, wenn es nicht sein muss, was mich umbringen könnte mit den Nebenwirkungen. Und dann, wenn es mich nicht umbringt, dann kriege ich Suizidgedanken und bringe mich am Ende selber um. Ich meine, was? What the fuck? Nein! Also mein gesunder Menschenverstand sagt mir, nein, ich nehme das nur so lange, es muss, bis ich das andere beantragen kann und dann war's das. Ich kriege einen Schwerbehindertenausweis, da stellt sie mir auch einen Grad aus. Da habe ich auch schon die Unterlagen zugeschickt bekommen von der Charité. Und genau, muss das eigentlich nur noch ausfüllen und abschicken. Und ja, kriegt dann halt so ein paar Vorteile, beziehungsweise Vergünstigungen und mehr Urlaubstage und so weiter und so fort. Und ja, also hat ja nur Positives, so einen Behindertenausweis. Ich denke mir, warum soll ich das nicht nutzen, wenn es mir zusteht? Und genau, dann hatte sie mit mir auch nochmal einen Bluttest gemacht, weil ich irgendwie zu viel Kupfer vom Befund vom Neurologen im Blut hatte. Kann vielleicht daran liegen, dass ich damals noch die Pille genommen habe, die ich ja jetzt abgesetzt habe vor 2,5 Monaten ungefähr. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht und bald gibt es ein 3-Monats-Update, deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne abonnieren und ich verlinke euch das auch nochmal hier in der Infokarte. Dann habe ich quasi in Berlin in dem Charité-Krankenhaus noch ein EKG gemacht, wo quasi mein Herz überprüft wurde, ob ich das Medikament auch vertrage. Also man kann halt echt Herzprobleme davon bekommen, deswegen muss ich auch in einem Monat nochmal ein EKG machen, hier bei mir, dass man halt sieht, dass noch alles okay ist. Ja, und dann... Ja, jetzt habe ich halt die Diagnose, so ist das alles abgelaufen. Dann hat mich hier noch was eine Kundin gefragt oder eine Kundin hat was dazu geschrieben. Du machst tolle Arbeiten und ich finde es cool, dass du so offen damit umgehst. Das ist auch sehr lieb. Ja, ich denke mir, warum soll ich es verheimlichen? Man sieht es ja eh und warum soll es mir peinlich sein, beziehungsweise warum soll ich es nicht erzählen? Ich meine, ich muss eh mein ganzes Leben damit rumrennen, von daher ist ja nicht heilbar. Von daher, scheiß drauf, du rettest nur einmal im Leben. Ja. In welcher Art und Weise äußern sich deine Tics? Und dann passt dazu noch, sind deine Tics eher motorisch oder akustisch? Ja, Voraussetzung fürs Tourette-Syndrom ist ja, glaube ich, dass man mindestens 2 motorische und einen vokalen Tic hat. Was ja bei mir der Fall ist. Also ich habe ja mehrere motorische und vokale Tics. Wie gesagt, die Palilali, Echolali, dann halt dieses Räuspern, Ausstoßen von Luft, dieses Fiepen. Genau das. Motorisch dann halt wirklich Zuckungen am ganzen Körper, dass ich meinen Kopf irgendwie irgendwo hinwerfe, meine Gliedmaßen, dass die irgendwelche machen. Manchmal muss ich auch springen. Und ja, halt das Augenzucken, Stirn runzeln, grimassieren. Ja, sobald ich sage, triggert es mich und dann geht's los. Und, ey, Friede! Mädchen! Und halt wirklich auch Körper verdrehen, diese Fingersache. Also, allerhand. Und das wechselt sich auch immer ab. Ich habe immer mal Phasen, da ist es ein bisschen weniger. In Stressphasen wird es dann mehr. Eigentlich so Monat für Monat geht ein Tick und ein neuer kommt oder die wechseln sich ab, dann habe ich wieder hauptsächlich das Fiepen, jetzt ist es hauptsächlich dieses Husten. Und ja, eigentlich alles zusammen äußert sich das so bei mir. Wie geht es dann in deinem Beruf weiter? Also es geht ganz normal weiter, also ja, da ändert sich jetzt nichts für mich, außer dass ich halt dann durch den Behindertenausweis einen speziellen Kündigungsschutz kriege. Und genau. Und eventuell mehr Urlaubstage, muss ich noch gucken, wie das geregelt wird. Mädels, reißt euch zusammen jetzt. Mensch. Genau, das waren eigentlich alle Fragen, die mir da so gestellt wurden. Ja, dann mache ich jetzt noch schnell mein Make-up fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, genau, das ist jetzt mein fertiges Make-up. Ich habe jetzt nur noch hier Lidschatten, Wimperntusche, Lippenstift und Setting Spray gemacht und das war's dann auch schon.
Genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte auf jeden Fall so viel ich kann. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und es war ein bisschen hilfreich und hat ein bisschen Fragen aufgeklärt, weil, ja, wie gesagt, Tourette ist nicht wirklich viel erforscht, weil es halt auch recht selten ist, relativ selten. Und wenige Leute wissen viel darüber. Deswegen dachte ich, ich klemme so ein bisschen auf und konnte euch vielleicht weiterhelfen. Genau. ja. Auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren und ein Like da lassen für ein bisschen Support. Wäre ich sehr dankbar. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye.